Was klar ist, jeder, der regieren will, braucht eine stabile politische Mehrheit am Ende. Und das ist dann auch die Frage, vor der wir stehen. Und das heißt nicht, dass man einfach weitermacht. Es ist ein ganz klares Zeichen, dass die Berlinerinnen und Berliner sich auch Dinge anders wünschen. Das müssen wir anerkennen. Und deswegen müssen wir uns gut überlegen und das auch gut besprechen, wie wir weitermachen können. Aber jetzt einmal, habt Zuversicht, es ist nicht alles verloren, sondern wir hoffen darauf und wir wünschen uns, dass die SPD Platz 2 macht und in der politischen Lage ist, ein Bündnis unter Führung der SPD auch zu organisieren. Damit